Wrestling. Sieht an gegen Medusa. Kommt aus Minneapolis in Minnesota. Sie ist 1,81 Meter groß und sie wiegt 68 Kilogramm. Auf dem Weg zum Ring, Medusa! Das war natürlich ein Dankeschön an die Damen, dass sie mit ihr hergekommen sind und dass sie bei so einer wichtigen Veranstaltung den Fans zeigen wollen, hey, wir haben es genauso drauf, wie alle anderen natürlich auch. Und da zerfetzt sie diesen traumhaften Blumenstrauß. Ja, vorher hat sie ihn eigentlich erstmal aufgegessen. Ja, sie hat ihn in den Mund genommen, aber wie ein schöner Armjack von Medusa, noch ein Armjack hinterher. Ihr seht es, Randy Anderson, Referee in diesem Match, und Medusa, ja, nicht auf Rosen gebettet. Der gesamte Ring voll mit Blumen. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann auch zu einem Match wird. Also meines Erachtens, David, müsste das Medusa richtig sauer machen. Ja, ich denke mal, so richtig auf die Tube zu drücken. Sie eine Gärtnerin ist. Nein, das denke ich auch. Sie ist eine Wrestlerin und darum geht es ja auch, nämlich um Wrestling und nicht um, ja, irgendwelche Gartenarbeiten. Entschuldigung, aber Gartenarbeiten, das hat ja was ganz anderes damit zu tun. Das war eine höfliche Geste, das war eine nette Geste zu einem so festlichen Abend, zu einer so großen Stunde fürs Wrestling, auch hier in Deutschland natürlich. Also, du und Gärtner. Ab! Aufs und dritte Seil jetzt! Und Medusa mit High Flying Action. Aufs zweite Seil. Ein Moment. Dropkick daneben. Der ging daneben. Der Dropkick ging daneben. Und Medusa muss jetzt aufpassen, denn jetzt ist Luna Vachon am Drücker mit ein paar Kicks. Mit anderen Worten, du stehst nicht auf Schnittmühlen. Wir nehmen mit dem. Und jetzt dieser Nervengriff dort in den Bauch hinein soll auf den Solarplexus einen Druck ausüben. Also du stehst auf Topfblumen, ja? Eingetopft, eingedost. Ich stehe auf Kakteen. Ach Gott, Kakteen. Aber das ist eine ganz andere Sache hier, apropos Nervengriff. Da natürlich nachher noch der Meister, aber der, ja, Main Event NWO. Ich kann nur sagen, der absolute Hammer gegen Lex Luger und den Giant Cover. Ein Titelmatch um die World Tag Team Titles. Jawohl, das nachher natürlich. So, jetzt aber lasst uns, liebe Fans, mal auf dieses Match konzentrieren. Also, die beiden Damen. Aber jetzt haben die Sachen mit den Blumen auch vergessen. Herr Protector! Und im Moment sieht es überhaupt nicht gut aus für Medusa. Sie wurde überrascht von dem Angriff von Luna Vachon. Ja, aber Randy Anderson, er sagt jetzt, das ist nicht erlaubt, an den Haaren ziehen, ist ja auch klar, aber die Frauen, die machen das öfters. Ja, geht es natürlich bei den langen Mähnen auch an. So, das wird jetzt höchstwahrscheinlich ein Suplex oder Nein. Nee, kein Reverse Neckbreaker, aber ein Suplex. Also, schön gemacht, der Suplex und das Cover hinterher. So, und jetzt holt sie Medusa wieder hoch. Wieder ein Whippen. Nein, lädt sie auf. Oh, und das wird es oder wird es nicht? Spinning Wheel, na, noch nicht. Ich denke mal, sie wird einfach mal hinten an und trifft. Und das ist das Gemeine bei diesem Move. Im Grunde genommen dann Medusa mit ihrem Hinterkopf auf dem Solarplexus. Den hatte sie vorher schon bearbeitet. Also Taktik im Grunde genommen ganz klar. Nimmt ihr die Luft, dann irgendwann wird sich schon was ergeben, womit ich sie besiegen kann. Ausheber. Ausheber. Body Slam. Von Luna Vachon und das Cover hinterher, aber nicht das Bein eingehakt. Das doch zulässig. Da kommt sie ganz locker raus. Medusa nimmt schon. Und jetzt kommt sie kontern. Und noch einmal. Luna. Sehr schöne Aktion hier von Medusa jetzt. Zum dritten Mal. Und das ist schon ganz schön frech. Dreimal hintereinander den gleichen Move, muss man sagen. Am Cover. Eins. Nur ein One Count. Ja gut, aller guten Dinge sind drei. Aber ja, oh, und jetzt. Ja, das ist natürlich, ich glaube, jetzt ist sie richtig drauf, jetzt ist sie voll drauf, Medusa. Ein Klatsch auf das Gesicht. Ausheber in das Ringseil oder aber Ablage in die Mitte. Nein, da hängt sie unheimlich an, da siehst du mal, was für eine Kraft diese Frau besitzt. Fast ein Vertical Suplex im Gehen ausgeführt, unglaublich. Und liebe Fans, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, dort eben beim Beginn, die puscheln dort hinten regelrecht rum, wir werden sie nachher noch sehen. Hier mit dabei heute Abend von einer anderen Sportart, die ja mit Wrestling auch viel zu tun hat, nämlich vom Football.
die Cheerleaders aus Düsseldorf von den Düsseldorf Panthers. So, jetzt also. Medusa muss diese Kicks nehmen, hat sich nicht ganz. Das hat nicht ganz funktioniert, wie sie sich das vorgestellt hat, dieser Fast Vertical Suplex. Oh, und jetzt nochmal diese ganz fiesen Attacken von Nuna Vashanta. Und jetzt das Choking. Choking am Seil. Das ist natürlich nicht erlaubt. So, jetzt aber Referee Randy Anderson dazwischen. Aber jetzt kann Medusa kontern. Und das macht sie auch. Und jetzt das Whipping von Medusa. Ja, Whipping. Oh. Clothesline, nein. Ja, Clothesline Takedown, fast würde ich sagen. Clothesline Takedown, sie rasselt regelrecht weg. Die Wäscheleine, die einen auch gleich zu Boden führt, ist ja die wortwörtliche Übersetzung. So, das wird jetzt ein Armbar am Boden. Ja, vielleicht kann sie den Wrist noch blockieren. Ja, ein bisschen rumzubiegen. Liebe Fans, ich weiß. Liebe Fans, ihr habt viel geschrieben. Auch zu unserem Kollegen Peter William. Der wird natürlich auch an dieser Stelle auf DSF Action zu hören sein. Und auch da ändert sich nichts. Liebe Fans, Grüße nach in die Schweiz. Ich wollte sagen, in die Alpen. Also das bleibt natürlich auf DSF Action gleich. Und Medusa, sie dreht richtig auf. Und wenn wir die Schweizer grüßen, dann müssen wir natürlich die Friends in Austria, also die Österreicher, auch grüßen mit der internationalen Nummer. Natürlich auch mit NWO und WCW-Infos. So, also Medusa doch mit Schwierigkeiten in diesem Match. Und Luna Vachon macht das ganz gut eigentlich. Also sie zieht wirklich ihren Stil auf. Jetzt nochmal das Choking. Sie nutzt natürlich die unfairen Aktionen aus. Oh, ein Slingshot. Und das nimmt ihr die Luft. Ihr hört die Reaktion des Publikums, liebe Fans, in der Arena in Oberhausen. Und die füllt sich immer noch. Und ich denke, wenn ich so nach oben gucke, so langsam wird es richtig voll hier. So, Medusa. Jetzt muss sie sich wirklich was einfallen lassen. Denn Luna Vachon hat es bisher verstanden, ihr die Luft zu nehmen. Fühlt sich hier als der sichere Sieger? Das glaube ich nicht. Denn Medusa ist dafür bekannt, dass sie Durchhaltevermögen hat. Randy Anderson geht jetzt dazwischen, sichert damit den Eintritt von Medusa, den sicheren. Ja, besonders kann sie auch ein Match ganz schnell herumdrehen, zu ihren Gunsten. Da werden wir einen Mann nachher sehen, der das auch sehr gut kann, nämlich Rey Mysterio Jr. Für mich ein wahnsinnig gutes Match, bin ich mir ganz sicher. Sein Gegner wird Dean Malenko sein. Also das ist eine ganz schöne Begegnung. Und wieder diese Aktion, wenn man so will. Der Takedown der besonderen Art und Medusa doch, jetzt muss ich sagen, mit großen Schwierigkeiten. Und das als ob der Nature Boy Ric Flair im Ring stände. Also da haben wir sie. All das, was die Herren können, kann sie auch. Gegen die Turnbuckle. Jetzt geht sie aufs dritte Seil. Und jetzt bin ich mal gespannt, was kommt von da oben. Das wird ein Wristlock, wenn man so will, mit dem sie dann ihre Gegnerin runtergerissen hat. Clothesline. Oh, zu offensichtlich, aber sehr schön kurz geschlagen von Luna Vachon. Ja, und jetzt ist Luna wieder am Drücker. Also Whippen in die andere Ringecke. Kein Reversal von Medusa, aber sie kommt noch rechtzeitig weg. Und jetzt Belly-to-Belly Suplex, German Suplex in die Runde. 1, 2, und das ist die Entscheidung. Die Siegerin ist Medusa. Man kann sie einfach nicht abschreiben. Dann explodiert sie zum... Diamond Dallas Page.